Herzlich willkommen bei Calisthenic Movement. Ich bin Alex und im heutigen Video zeige ich euch ein Planche-Tutorial für Anfänger. Beim Planche-Training besteht am Anfang das größte Problem darin, überhaupt in die Takt-Planche-Position zu kommen. Könnt ihr erst einmal einen Takt-Planche halten, könnt ihr mit den bekannten Progressionsstufen weiterarbeiten. Neben dem Takt-Planche gibt es hier noch den Advanced-Takt, den One-Leg, den Straddle und den Full-Planche. Wir empfehlen euch, eine Progression mindestens 30 Sekunden halten zu können, bevor ihr zur nächsten Progression wechselt. In diesem Video werden wir unseren Fokus aber darauf setzen, wie ihr in den Takt-Planche kommt und diese Position festigt. Bevor ihr in das Planche-Training einsteigt, sollte natürlich eine gewisse Grundkraft vorhanden sein. Mehr als 30 enge Liegestütze, 20 Dips und 60 Sekunden Handstand an der Wand halten sollten möglich sein, bevor ihr mit einem ernsthaften Planche-Training anfangt. Um einen Takt-Planche zu erreichen, ist es sehr wichtig, sich auf die vollkommen gestreckten Arme zu konzentrieren. Stellt euch vor, ihr schiebt eure Schulterblätter nach vorne und drückt sie an gestreckten Armen gegen den Boden. Auf diesem Weg stabilisiert ihr euer Schultergelenk und aktiviert die Muskeln, die nötig sind, um einen Planche halten zu können. Kommen wir zu den Übungen. Eine gute Anfängerübung ist der Planche Lean. Hier könnt ihr euch Stück für Stück an die richtige Position herantasten. Umso mehr ihr euch nach vorne lehnt, umso schwerer wird die Übung. Euer Schultergürtel wird jetzt mehr belastet, da sich die Schulter jetzt nicht mehr über dem Handgelenk befindet, sondern nach vorne hinausgeschoben wird. Der Frog Stand und der Advanced Frog Stand stellen eine weitere gute Anfängerübung dar. Beim Frog Stand liegen eure Oberschenkel noch auf den Ellbogen auf und die Arme dürfen leicht gebeugt sein. Beim Advanced Frog Stand sind die Arme komplett gestreckt und ihr lehnt eure Knie gegen eure Unterarme. Weiter geht es mit dem Straddle Sit. Auch hier dürft ihr eure Oberschenkel am Anfang auf den Armen ablegen. Sobald ihr euch in dieser Position wohlfühlt, könnt ihr versuchen, den Körper nach vorne zu lehnen und eure Oberschenkel von den Unterarmen zu lösen. Eine weitere und diesmal eine komplett dynamische Übung sind die Takt-Planche Swings. Hier geht ihr mit Schwung in die Takt-Planche Position und wieder zurück. Sobald euer Körper sich an diese Bewegung angepasst hat, versucht ihr den Schwung zu eliminieren und die Bewegung langsam und kontrolliert auszuführen. Zum Schluss zeigen wir euch noch eine Übung im Handstand. Das Ganze ähnelt dem Planche Lean. Ihr befindet euch bauchwärts an der Wand und lauft nun auf den Händen vorwärts. Ab einem gewissen Punkt lehnt ihr euch auch hier nach vorne und haltet die Position. Lehnt euch nur so weit nach vorne, dass ihr diese Position auch einige Sekunden halten könnt. Baut ein bis zwei dieser Übungen in euer Training ein, um den Takt-Planche zu erreichen. Wir empfehlen diese Übungen mindestens dreimal in der Woche zu trainieren. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar neue Ideen geben, wie ihr mit dem Planche-Training anfangen könnt. Natürlich freue ich mich wie immer über Abonnenten und Likes. Ich wünsche euch viel Spaß beim Trainieren und beim Besserwerden. Wir sehen uns bald, euer Alex.